Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder von unserem Realismus-Selbstversuch hier auf der Ellerbach auf dem Hof Kneisel. Und heute, ja, müssen wir so ein bisschen... Es tut weh, Freunde, es tut wirklich weh, die letzte Aufnahmesession so ein bisschen aufarbeiten. Denn die lief im Nachhinein nicht ganz so cool, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte. Es begann eigentlich das Elend hier mit diesem Tor, wo ich gesagt hatte, das Mähwerk, das passt ja da gar nicht rein. Und so im Nachhinein dachte ich mir so, hä, ich bin eigentlich gut und gerne hier reingekommen. Bis ich dann gemerkt habe, ich sollte es vielleicht zuklappen, dann würde es funktionieren. Das ist mir dann irgendwann da drüben auch aufgefallen, weil da muss ich es ja nicht mehr ausklappen. Ihr wart aber da mal wieder absolut on top, on point, wie es so schön heißt. Und habt es sofort festgestellt, dass ich da hier den ersten Bockmist gebaut habe. Und dann sind, was war denn noch, da war noch mal irgendwas, wo ich den Fehler gemacht habe. Ja, da wird uns mit Sicherheit gleich noch einfallen, was dann noch war. Da war noch mal ein Punkt. Ich möchte heute aber so, wie gesagt, ein bisschen aufarbeiten, was wir sonst noch so tun müssen. Denn ich hatte ein Thema, ich glaube, das war der Kommentar hier. Genau, ich soll doch die Ballenpresse modifizieren, sodass die Ablage, glaube ich, automatisch oder so funktioniert und also die Automatik kann ich anschalten, aber dass der wohl richtig rum abgelegt wird. Irgendwie so schauen wir uns dann an, sobald wir ins Pressen gehen, habe ich soweit also auf dem Schirm. Ebenso hat mir der, ich glaube der Fabi war das, geschrieben, pass auf, wenn ich mir eh, und das habe ich gerade schon getan, vom Händler mir wieder den Schwader liefern lasse und den ausleihen möchte und aktuell möchte ich tatsächlich darauf zurückgreifen, dann soll ich doch den kleinen Krone verkaufen. Und genau das habe ich gemacht. Den kleinen Krone-Schwader, der ist wirklich für unsere Verhältnisse zu klein. Deswegen habe ich den auf jeden Fall auch schon mal verkauft. Des Weiteren ist mir während der Aufarbeitung aufgefallen, dass der Gabelstapler auf uns läuft. Den haben wir damals regulär für uns gekauft, deswegen verkaufe ich den auch regulär. Plus, dass ihr halt auch seht, woher das ganze Geld nun kommt. Entschuldigung, Husten ist immer noch da. Wer das Ganze mir nicht glauben will, der kann ja eine der ersten Folgen anschauen. Und da seht ihr auf jeden Fall, dass wir uns den damals auszusehen auf unseren Hof gekauft hatten. Nichtsdestotrotz, er ist verkauft und sobald wir nächstes Mal den brauchen, kaufen wir uns den über den Maschinenring. Somit sollte nun alles, was hier ist, auch tatsächlich uns gehören und wir können weiterhin reinsteigen in unser Projekt. Dann ist es so, wir haben ja, wir machen heute so ein Montags-Update, ne? Zur 48. Folge, wenn ich richtig zähle. Wir haben letztes Mal noch Kalk ausgebracht. Und da war auch so ein bisschen ein kleiner Diskurs in den Kommentaren, was ist nun richtig. Unterm Strich habe ich wieder den Eindruck, es ist halt von Region zu Region unterschiedlich. Der eine macht so, der andere so. Was ich aber wirklich gut nachvollziehen kann, ist, was der Shomi mir geschrieben hat. Und ich weiß nicht, der eine oder andere wird nicht d'accord damit gehen. Dennoch fand ich die Argumentation für mich als Laie, ne, wo sich mit der Landwirtschaft nicht auskennt, ganz nachvollziehbar. Und zwar haben wir jetzt Kalk ausgebracht und da hat er gemeint, wir sollen da danach mit dem Grubber rübergehen, weil wenn wir jetzt sozusagen das anders gemacht hätten mit Mist zum Beispiel und dann grubbern, dann schleifst du ja sozusagen diese großen Batzen an Mist mit, weil es ja nicht immer ein feines Material ist, sondern ab und zu auch mal ein großes. Das konnte ich gut nachvollziehen, deswegen, wir haben jetzt Kalk drauf, wir werden als nächstes grubbern, danach werden wir Mist ausbringen, habe ich Gülle gesagt? Also Mist an der Stelle, Mist ausbringen und dann das Ganze unterpflügen. Gut, also wir haben einiges zu tun, lange geschwätzt, wir haben jetzt knapp 5 Minuten nichts gemacht, jetzt geht's los. Guck mal, das hier ist noch gar nicht ganz unten. Wir warten jetzt aber erstmal auf die Schnelle. Uns nämlich um unsere Wiesen kümmern. Ich habe noch mal eine Runde geschlafen. Ich war bis spät in die Nacht noch unterwegs.
Und deswegen sind wir nun am nächsten Tag, im nächsten Tag. Was mache ich? Ich glaube, es geht schon wieder los. Boah, ich darf nicht so gut singen, sonst kriege ich einen Strike. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Gute Laune am Montag, das ist wichtig, wichtig und richtig. Wir brauchen natürlich den hier. Ganz klar. So. Und jetzt muss ich ganz kurz einen Cut setzen. Denn ich habe den Fehler rausgefunden und habe jetzt nur noch mal kontrolliert, ob ich das auch in meine neue Speicherung von den Input Bindings mit reingenommen habe. Und zwar kennt ihr doch das Problem, heute arbeiten wir aber auch alles auf, ne? Kennt ihr das Problem aus meinen letzten Videos, dass der Schlepper plötzlich von jetzt auf nachher auf null herunterbremst? Und auch das ist sozusagen eine Doppelbelegung. Nicht diese klassische Doppelbelegung, sondern dass ich auf der Seite Tastaturenbelegung haben wir ja Gas geben vom Schlepper. Und auf der anderen Seite, auf der Konsole sozusagen, auf dem Joystick, whatever, habe ich Gas geben unten auf dem Pedal liegen. Und jetzt habe ich das Problem gehabt, wenn ich ganz kurz minimal vom Gas runtergegangen bin und wieder drauf, hat er gebremst. Und so ist es zustande gekommen, dass er einfach von jetzt auf nachher auf null runtergebremst hat. Ich habe jetzt im Endeffekt alles, was Gangschaltung, Gas, Bremsen, also Gangschaltung, Lenkrad, alles, was das angeht, habe ich aus der Standard-Tastaturenbelegung rausgenommen und nun funktioniert das Ganze. Also wenn ihr da auch so Probleme habt, probiert es gerne aus. Das war bei mir die Lösung. Gut, dann können wir hinten ausklappen. Jetzt geht's ins Eingemachte, Freunde. Jetzt geht's los. Neue Kameraposition, wartet zufrieden. Auch so nach dem Thema, dass wir uns jetzt wenigstens mal in die Augen schauen können. So. Ich wollte mal noch kurz gucken. Die kann man nicht weitermachen, ne? Nee. Okay. So, dann können wir hinten anschalten. Und wir ziehen alles von rechts nach links. Was können wir denn da sonst noch mal? Schwarte senken, schwarte zuklappen, Arbeitsmodus. Wir haben aktuell Nachtschwart. Nachtschwart war Seitenschwart. Ich glaube, Nachtschwart war, ne, aufdröseln, oder? Ich muss es nochmal probieren. So, auf jeden Fall wollen wir erstmal in die Richtung gehen, dass wir das Material von draußen reinziehen. Und dann gehen wir runter. Und dann sollte das zumindest schon mal losgehen. Wir machen wieder zweimal Vorgewinde. Hier habt ihr mir geschrieben, ich kann ruhig 15 km/h fahren. Das tut soweit nichts zur Sache. Das läuft auf jeden Fall. Und dann machen wir wieder Silageballen. Die Bude muss voll werden. Das ist mein Ziel. Genauso wird das Ziel sein, meine 50. Folge, Freunde. 50. Das habe ich. Ich habe mal nachgeschaut. Nur auf der Galgenburg geschafft. Und man muss aber auch ehrlicherweise sagen, auf der Galgenburg haben wir mehrmals neu angefangen durch Let's Test und so weiter. Aber das reine klassische Let's Play war mein Bestes. Auf Platz 3. Mit dem Aussiedlerhof im LS19. Und im LS22 war es die Adelshofen auf Platz 2. Das waren bisher meine längsten Let's Plays, die ich durchgehalten habe. Und die knacken wir hier mit der Ellerbach. Und das freut mich sehr. Und es freut mich wirklich, dass ihr... Naja, man merkt schon die Einbrüche. Ne? Das Interesse ist jetzt nicht mehr ganz so groß, wenn die Ellerbach da ist. Aber trotzdem, so der Kern, der hält noch ordentlich bei. Und das freut mich sehr. Das ist nicht ganz so, um es so stich, was ich hier mache. Okay. Dann habe ich doch ein anderes Problem. Jetzt hat er nämlich gerade wieder abgebremst. Dann muss ich gerade mal revidieren, was ich
eben noch gesagt hatte, weil ich habe es extra kontrolliert. Weil wenn ich in die Außenansicht gegangen bin und habe hier nur mal ganz kurz minimal gedrückt, dann war nämlich beim anderen Schlepper ist hinten die Bremsleuchte aufgeleuchtet und dachte ich so, irgendwas stimmt mir da. Naja. So, dann fahren wir noch einmal in die andere Richtung. Dass wir da Platz kriegen zwischen der ersten und der zweiten Spat. Die ziehen wir einfach ein bisschen weiter raus noch. Dann kann ich mich hier an meinem rechten Rad orientieren. Wir werden jetzt auch, das möchte ich hier gleich mal spoilern, man muss auch die Leute ein bisschen belohnen, die hier aktiv weiterhin dabei sind und so weiter, nach 11 Minuten immer noch schauen. Wir werden nun zeitnah in das Let's Test gehen von der Oberschwaben. Ich bin soweit durch. Wir müssen noch ein bisschen was am Hof 1 machen, aber das tangiert sozusagen jetzt nicht das Let's Test für den ersten Hof, beziehungsweise für den kleinen Hof. Ansonsten ist für die Karte nur noch offen Hof 1 fertig bauen. Der Tom hat soweit mir das Update schon zur Verfügung gestellt, was auch für euch im Mod-Hub erscheinen wird. Und dementsprechend können wir da bald reinstarten. Viel ist es ja nicht. Na, wir müssen nur noch mal gucken, ob alles passt. Denn grundlegend, sage ich mal, die Feldfunktion und so weiter, das haben wir ja schon alles getestet gehabt. Aber ich freue mich da trotzdem auch wieder hier ein bisschen einen neuen, frischen Content für euch bieten zu können. Ich weiß auch nicht. Gefühlt seit Dezember bin ich durchwegs mit irgendeinem Kack bin ich erkältet, krank. Mal Husten, mal Fieber, mal Schnupfen. Ich weiß nicht, ich krieg's einfach nimmer los. Aber ich habe ja schon gehört, einige haben dasselbe Leiden von euch da draußen seit Corona. Verschwörungstheorie, können wir jetzt lostreten. So, das haben wir soweit. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier runter. Oh ja, hier habt ihr übrigens, habt ihr mich in Ruhe gelassen, möchte ich fast schon sagen. Im einzigen, wo es aufgefallen ist, ist im Jomi, dass ich gar nicht den ordentlichen Wildschutz beachtet habe beim ersten Schnitt, beziehungsweise beim Schnitt per se. Wir sind hier am zweiten Schnitt. Ich liebe meinen Hof, ich liebe ihn einfach. Jetzt muss ich überlegen, wir ziehen es von da nochmal rein. Stimmt das, was ich jetzt mache? Ne, da ziehe ich es raus. Ich will so gut es geht eine dicke, fette Schwad nehmen, dass ich nachher nicht 100 Mal hin und her fahren muss. Dann ziehen wir es einfach nochmal von hier rein. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir mal irgendwann den Vent hier auch noch austauschen. Aber ich würde sagen, das sprechen wir dann beim nächsten Video mal an, dass ich da so ein bisschen euer Feedback einhole, was denn da noch interessant wäre, weil dieses ruckartige Abbremsen, komischerweise beim Ford habe ich das jetzt erledigt. Da ist es gar nicht mehr vorgekommen, auch wenn ich es extrem provoziert habe. Und hier hatte ich es jetzt wieder mehrmals, deswegen, es ist halt störend. Ja, dann müssen wir uns halt irgendeine billige Story einfallen lassen, damit wir den austauschen dürfen. So, und dann ziehen wir es hier nochmal. Hier können wir ja ein bisschen eine längere Schwad machen, oder? Ich meine, die Kurve, die schaffen wir mit der Ballenpresse. Wir wollen ja hier auch ein bisschen... Da, guck, da haben wir es wieder. Ein bisschen wirtschaftlich arbeiten. Also es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass da unten irgendwas passiert, wenn ich ganz minimal runtergehe. Vielleicht muss ich mal da noch die Todzone so ein bisschen nachjustieren. Ich würde das jetzt einfach mal zwischen der Folge, wie der Gronkh immer so schön sagt, ZDF,
zwischen den Folgen mal probieren. So, und dann machen wir hier genau dasselbe wieder. Ich möchte mir noch das Ding holen. Das, nicht das Feld. Das ist etwas, das kriege ich auch nicht hin. Ne? Das Feld, nicht das Feld, sondern die Wiese hinter unserem Unterstand. Die würde ich mir gerne noch gönnen. Müssen wir mal gucken. Würde ich auch in der nächsten Folge mal als To-Do veranschlagen, was sie kostet. Weil die können wir eigentlich auch ganz gut nutzen. Vielleicht können wir da auch so eine kleine Weide draus machen, dass wir unsere Viecher dann im Sommer rausnehmen können. Wir als PC-Spieler können das ja wunderbar mit der Enhanced Pasture vom Schisselmeinessel. Ich weiß nicht, wie man das Zeug ausspricht. Na, dann können wir die im Sommer draußen lassen. So. Gut, Freunde. Ich würde aber sagen, wir haben schon wieder ein bisschen überzogen. Die 15 Minuten sind durch. Wie immer würde ich mich saumäßig freuen über ein Like, ein Abole. Kostet euch nichts und supportet meinen Kanal immer weiter nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Folge wieder hier vom Hofkneisel. Habt einen schönen Tag, einen guten Start in die neue Woche. Bis dann, euer Yogi. Ciao.